Ja, das ist jetzt im Endeffekt ein doch erfreuliches Wochenende ist zu Ende gegangen, muss man sagen, auch wenn es ein bisschen holprig losgegangen ist. Johannes hatte eigentlich einen ganz gut machbaren Vorlauf gehabt und muss einfach sagen, dass wir so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten im Vorlauf. Deswegen auch da der Sieg, in dem wir uns da erstmal doch von dem Weber lösen mussten, das dann auch geschafft haben. Aber entsprechend so richtig reingefunden in das Regatta-Wochenende hatten wir im Zwischenlauf nicht. Das zeigt auch das Ergebnis. Da haben wir uns leider unter Wert verkauft. Das kann unterschiedliche Gründe haben, da werden wir nochmal im Detail nachgucken, woran das gelegen haben könnte. Mussten demzufolge in das B-Finale. Das war natürlich erstmal eine Ernüchterung und Erschütterung, weil das nicht unsere Zielsetzung war hier. Konnten aber im B-Finale ein sehr anständiges Rennen runterrudern und uns mal wieder auf einem Niveau verkaufen, wo wir auch von den Fahrzeiten her doch im mittleren Feld im A-Finale mitgerudert wären, so wie es auch angepeilt gewesen ist, und konnten dort einen zweiten Platz errudern. Dann war natürlich die Frage, wie werden die Doppelzweier besetzt von Brigitte. Und natürlich noch im Hinterkopf eine Kombination mit Johannes und David Junge, die ja in Köln auch sehr gut funktioniert hat. War natürlich ein bisschen schwierig, da zu argumentieren, diesen zwei hier noch einmal erneut fahren zu dürfen. Ist uns im Endeffekt aber gelungen, um letztendlich auch eine Referenz für die anderen neu gebildeten Zweier für hier zu haben. Und erfreulicherweise hat sich der Zweier auch hier mit einem deutlichen Abstand von knapp 5 Sekunden durchsetzen können. Schade war nur, dass von der Regattaleitung nicht alle Boote, die dort von dem DRV-Lauf gemeldet wurden, in einem Lauf starten konnten aufgrund der internationalen Beteiligung. Da ist noch ein Regensburger Boot, was auch recht schnell gefahren ist, wäre in dem Lauf wahrscheinlich auch auf dem zweiten Rang gelandet. Nichtsdestotrotz konnten sich David und Johannes wieder durchsetzen und scheint derzeit auch die schnellste Zweierkombination zu sein, die es im Moment hier unter den führenden Einerfahrern gibt. Inwiefern diese Kombination dann nochmal zum Meisterschaft gefahren werden kann, darf, das wird sich noch entscheiden. Dein Name? Johanna Kotz. Und der hat gestern im Einer auch gerudert? Ja, ich rude Erste. Okay. Für dich hat ein rundum gelungenes Wochenende. Ja, wie liefen die beiden Rennen für dich, der Einer und der heutige? Das war ein bisschen härter jetzt, weil wir jetzt schon 3 Läufe hatten. Und ja, es geht noch besser, also vom technischen, von der Seite her. Ja, und jetzt fährst du mit vollen, guten Hoffnungen nach Brasilien, auf fliegst besser gesagt dahin. Also das Ziel ist eigentlich jetzt Doppelzweier zu fahren, weil der Einer war jetzt ziemlich knapp. Ja. Und ja, versuchen wir mal. Ja. Okay, danke schön. Dankeschön. Wie war's, David? Zufrieden? Ja. War gut. Rennverlauf? Ja, wir haben ein paar mehr Zehner gemacht. Ne? Ja. Ja. Ich glaube 4 Zehner oder 5 haben wir gemacht. Also einer war, glaube ich, nicht so geil. Okay. Wir waren jetzt zufrieden? Ja, auf jeden Fall zufrieden mit dem Zweier jetzt. Nachdem nur einer gestern ein bisschen daneben gegangen ist, war das jetzt auf jeden Fall gut, dass wir den auch relativ deutlich gewonnen haben. Dann können wir Zuversicht zur DLM fahren. Ja, Philipp hat am Samstag seinen Vorsortierungslauf sehr souverän gewonnen. Das muss man ganz klar sagen. Er konnte seine Stärke ziemlich gut ausspielen, sprich das offensive Rausfahren. Aber diesmal haben die Bedingungen uns auch ein bisschen in die Karten gespielt. Das heißt, er konnte den Abstand dann auch verwalten, weil die Bedingungen danach so widrig waren, wellig waren, dass er den Abstand verwalten konnte bis ins Ziel. Und das hat er auch getan und war dementsprechend heute am Sonntag im gesetzten Lauf im ersten und hat dort zumindest mal im Feld mitgerudert bis 500 Meter vorm Ziel. Leider hat es dann nur für den 6. Rang gereicht. Wir wurden noch von einem dänischen Boot auf den letzten Schlägen eingeholt mit einer knappen Sekunde. Aber was man ganz klar sagen muss, dass das ein sehr hochkarätiges Feld gewesen ist, dass die ersten 4 Plätze, da wollten wir uns auch gar nicht rantasten und rantrauen. Wir hatten eine Platzierung auf Rang 5 angekratzt an Rang 4 auch angepeilt. Dass es letztendlich dann nicht gereicht hat, ist schade, aber er hat sich so mal zumindest auch deutlich steigern können von den Wettkämpfen im Vergleich zu Köln. Ja, der Hessenachter mit Henry ist gestern ohne Henry gefahren am Samstag, um nochmal so ein bisschen Schonfrist zu geben aufgrund seines Zeckenbisses. Hat gestern den 3. Rang errudert, der Hessenachter, und ist dann heute mit Henry nochmal an den Start gegangen. Und was man beobachten konnte in dem Achterfeld, die ja nur auch schon in Köln aufeinander getroffen sind, dass die Abstände deutlich geschrumpft sind und dass der Achter jetzt hier den 2. Rang errudern konnte. Man muss natürlich sagen, aufgrund eines Fehlers
der anderen Mannschaft an Kapitänskrebs gefangen hat. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft von unserem Team Hessen mit Henry die Chance genutzt und konnte sich dann auf den zweiten Rang durchsetzen und diesen zweiten Rang auch über die Ziellinie bringen. Die Abstände werden knapp, aber ich sag mal, eine Medaille ist, denke ich mal, für diesen Hessen-Achter durchaus auch erreichbar auf der Jugendmeisterschaft in Köln.